Ja, es ist endlich fertig! Gute und herzlich willkommen zum Gewächshausbau! Ja, hinter mir könnt ihr sehen, mein Gewächshaus, es ist endlich fertig. Ich freue mich wie Sau, dass ich endlich das Gewächshaus da bei mir auf dem Gelände nutzen kann. Ja, es hat eine Weile gedauert, bis es fertig war. Ich habe mir insgesamt ungefähr, ich glaube, ein Jahr Zeit gelassen. Letztes Jahr, ich glaube, im April habe ich angefangen mit dem Fundament. Ich will jetzt gar nicht lang rumbabbeln. Das Video wird, denke ich, ein bisschen länger werden. Deswegen geht's gleich los. Vorab muss ich mich noch bei ein paar Leuten bedanken, die mich beim Bau unterstützt haben. Ein ganz besonderes Dankeschön geht natürlich an meine Frau, die mich immer wieder zurück auf den Boden der Tatsachen holt. Und vor allem ganz herzliches Dank, dass die ganze Bosse, die mir immer so durch den Kopf gehen, mitmacht. Dann habe ich das Ding natürlich nicht allein gebaut. Ich wurde noch von ein paar anderen Garde-YouTuber unterstützt. Die seht ihr natürlich auch im Video. Natürlich, Männer, herzlichen Dank dafür. Der Max vom Garde-Kanal war hier bei mir, hat mir geholfen. Die Jungs, der Daniel und der Kai von der Garde-Küche und der Carsten und der Stefan, die haben mir auch geholfen. Die Kanäle der YouTuber sind natürlich unter dem Video verlinkt. Guckt auf jeden Fall mal bei denen vorbei. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gebabbelt. Los geht's! Ja, als allererstes musste ich mal die Fundamente anlegen und dann betonieren. Da ist schon eins fertig. Ja, ihr seht hier die Draufsicht vom Fundament von meinem Gewächshaus. Wie ihr hier erkennen könnt, habe ich quasi 6 Pfahlfundamente gebohrt. Die gehen so weit runter, wie ich mit dem Erdbohrer gekommen bin. Ja, und dann habe ich oben drauf ein mit Baustahl armiertes Ringfundament gegossen. Und auf das Fundament habe ich dann später den Grundstock drauf gemauert. Ja, natürlich hatte ich immer Unterstützung dabei. Da wird gegrillt. Und natürlich immer mit Wasser gespielt. Ja, dann ging es ans Mauern vom Grundstock. Ja, hier haben wir auch upcyclingmäßig den alten vorhandenen Komposter zerlegt und die Steine haben wir dann zum Mauern vom Grundstock verwendet. Ja, natürlich die Kleinen immer dabei. Aller Anfang ist schwer, das Mauern ist nicht ganz so meins, also ich habe mir da relativ schwer getan, aber wenn man dann einmal die erste Reihe einigermaßen im Wasser hat und dann mit Schnur mauert, geht es eigentlich dann doch recht flugs. So sieht das Ganze dann von oben aus. Ja, und dann immer wieder weiter mauern. Klopfen, natürlich dann immer wieder hin und her gucken, ob das Ding auch im Wasser sitzt. Abziehen, natürlich dann gleich mit Ausfuge abkratzen und hin und her abwaschen. Spart man sich später viel Arbeit, wenn man es gleich macht. Ja, dann habe ich mir hier Löcher gebohrt, um die ersten Holzteile mit dem Grundstock zu verankern. Ja, das Ganze habe ich dann ausgeblasen, dass nicht so viel Staub im Bohrloch ist. Vorgenässt, dass der Kleber bzw. der Zement gut Kontakt zum Material kriegt. Dann habe ich mir so Gewindestäbe einzementiert. Kann man ein bisschen bewegen, dass die Luftbläschen hochsteigen. Ja, dann ging es los mit dem Streichen der ersten Rahmen. Zwischenzeitlich habe ich dann mal
so eine Nobbebahn schon innen verlegt. Warum man die macht, das ist Ansichtssache. Ich habe sie extra mit den Noppen zur Mauer gemacht, um Feuchtigkeit des Verdunste nach oben zu erleichtern. Also quasi, wenn es zwischendrin nass ist, ist ein bisschen Luft zur Plastikfolie und die Feuchtigkeit kann nach oben verdunsten. Ja, dann einmal ein Auto Erde geholt und reingeschaufelt, aber das ist so unglaublich viel Erde, was da reinkommt. Und vor allem, es werden noch einige Tonnen mehr werden. Ja, dann ging's los. Die ersten Rahmen wurden auf dem Grundstock verschraubt. Beziehungsweise hier aneinander geschraubt. Natürlich vorgebohrt, dass es nicht so aufsplittert. Dann mit Ratsch große Schrauben eingedreht. Gut angezogen. Dann können wir auch schon die ersten senkrechten Rahmen. Ah, die werden natürlich verschraubt. Da habe ich so Winkel und außen noch so eine Platte drauf geschraubt. Alter, ist viel zu anstrengend für Enerle. Ich brauche dringend Verstärkung. Klatsch zweimal. Klatsch nochmal dreimal. Jetzt schneide ich dann das zusammen und dann sage ich klatsch zweimal und dann klatsch schon dreimal. So der Ricotti mit mir gemacht, der Sack. Hä? Max, willst du auch mit drauf? Gute und herzlich willkommen zum Gewächshausbau. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Fenster da einzubauen, gequält wie Sau. Deswegen habe ich mal tatkräftige Unterstützung geholt. Der Max vom Gardekanal, den kennt ihr ja alle, habe ich dabei. Vielen lieben Dank, dass wir hier sein dürfen und dir bei der Arbeit. Sehr gerne. Ja, und die Jungs von der Gardeküche, die dürfen heute auch was sagen. Die habe ich auch dabei zum Helfen. Ich will gar nicht lang rumbabbeln, wir fangen direkt an und es geht los. Ja, mit ein paar Jungs mehr ging das dann doch wesentlich einfacher, die Fenster durch die Gegend zu tragen. Die Fenster sind übrigens alle kostenlos gewesen von Freunden beim Renovieren. Da, natürlich gibt es auch einen Schoppe. Ah, gute Odewälder Radler. Willkommen bei Tobi Kabel. Ja, die Fenster haben wir dann natürlich auch mit dem Gebälk verschraubt und auf so einem ehemaligen umgebauten Krankenhausbett durch die Gegend gefahren. Ja, waren doch schon ein paar große Dinger dabei. Die waren mal beim Kumpel von mir in einem alten Wintergarten eingebaut. Hätte ich allein niemals bewerkstelligen können. Nüber mit dem Ding. Ja, war relativ scharfkantig, also es gab ein paar Schnittverletzungen an den Finger, deswegen die meisten haben Handschuhe auch. Professorisch fixiert. Die nächste. Also es waren doch schon ein paar große Oschis dabei. Ja, wie ihr sehen könnt, war ich der Einzige mit Stahlkappe, Sicherheitsbeauftragte. Ah, sieht doch schon richtig gut aus, finde ich. Der Tag mit den Männern hat sich gelohnt. Was ist der erste Tag, Alter? Als die Buben dann wieder heim sind, muss es natürlich dann beim Dach allein weitergehen. Ja, dann habe ich angefangen, das Gebälk fürs Dach zu montieren. Das sind dann auch 6x8er Rahmen. Das meiste sind 6x8er und 8x8er Rahmen, die ich verwendet habe.
Ja, wenn ihr sowas baut, informiert euch vorher, wie das in eurem Bundesland ist, ob ihr Baugenehmigung braucht oder nicht. Ja, da ist dann das Gebälk schon mal drauf. Natürlich kommt dann noch die Querladung und das Dach. Das Dach ist aus Polycarbonat. Das ist das Ähnliche, was ich neu gekauft habe. So sieht das Ganze dann aus. Ich finde es relativ schick. Ja, dann habe ich angefangen abzustecken, um die Beete innen drin einzuteilen. Das habe ich mir dann einfach aus Baudiele zugesägt. Die habe ich dann ohne gebohrt und noch so ein paar Baustahlstücke neu gebohrt oder neu geschlagen, um das zusätzlich im Boden zu fixieren. Ja, da werden sie dann da montiert. Natürlich alles im Wasser ausgerichtet, muss schon gerade sein. Zack. Die Hühner sind natürlich auch dabei. Immer wieder kontrollieren. Ja, dann habe ich da schon einmal die Wege, die ungefähr 50 cm breit sind, die sind mit Split aufgefüllt. Dann gibt es einen so einen Bapp an den Fies. Natürlich mit dem Räschel gerade gezogen. Ja, dann habe ich die Bretter mit der Nobbebahn gegen Feuchtigkeit geschützt. Auch hier wieder die Nobbe zum Brett. Ja, dann habe ich unsere Kaninchen nochmal gemistet und habe das Streu gleich mal in der neue Beete als zusätzliche Dünger ausgebreitet, mit Maske natürlich wegen Staub. Ja, und wegen der vielen Erde habe ich mir die mal liefern lassen. Also mit meinem Auto hätte ich 5-6 Mal fahren gemüsst auf so einen Kipper, Basis 6 Tonnen, hat ungefähr 220 Euro mit Lieferung gekostet, gesiebte Mutterboden. Also einfacher geht's nicht. Wenn ich überlege, wenn ich das als Sackware gekauft hätte, hätte ich mich ja dumm und dabbisch bezahlt. Also die Lieferung war wirklich sogar teurer wie die Erde. Ja, das Ganze muss dann jetzt natürlich noch ins Gewächshaus. Ich habe meine Assistenten immer dabei. So, los geht's. Nein, mit. Das waren ein paar Eimerchen und ein paar Kilometer Fußmarsch. Ja, dann habe ich schon mal die Fenster endlich noch gerahmt, dass das alles ein bisschen schicker aussieht. Natürlich im Wasser alles ausgerichtet nochmal. Jetzt ist schon Frühling, ihr hört's, die Vögel zwitschern. Dann natürlich alles verschraubt wieder. Das sind so ganz normale Lätschen. Dann habe ich mit Rauschbundbretter die restliche Löcher zugemacht. Also Rauschbund, das ist so ein Nut- und Federbrett. Das da ist jetzt aus Fichte klebisch. Also war was Günstiges. Ja, der Winkel, den habe ich mir natürlich vorher mit der Schmiege oben ausgemessen. Die Bretter, die werden immer länger, da das Dach ja schräge hat. Das hat richtig Spaß gemacht. Natürlich alles wieder gut vertrauen. Ja, und dann wurde das Ganze noch mit Relassur gestrichen.
Streiche. Ist nicht so meins, macht mir nicht so Spaß. Naja, aber es sieht doch schon ganz anders aus. Na und zum Schluss haben wir dann mit einer guten Sockelfarbe noch das Sockel gestrichen, wie immer. Assistent dabei. Ich muss halt langsam fahren, dass es nicht verspritzt, da habe ich gar nichts an der Wand. Nee, das wird nicht, schon nicht hinkriegen. Das wird schon so weit neidung. Du musst das lang, wenn du das einmal so da neidest, schaff. Und dann musst du das so langsam so abrollen und dann hast du überall Farbe drauf hängen auf dem Ding. Mhm. Ja? Ich habe mindestens genauso viel Sauerei gemacht wie die Claire. Das war's schon mit dem Video über den Bau von meinem Gewächshaus. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen oder auch Kritik, schreibt mir die gern ohne in die Kommentare. Aber wie immer, bleibt freundlich. Nochmal vielen Dank an die Buben, die mir beim Bau geholfen haben. Ihr seid einfach spitze. Und zum Abschluss, bevor jetzt irgendwelche Corona-Kommentare kommen, das Video bzw. die Schnipsel mit den Jungs zusammen, die wurde letztes Jahr im Sommer gedreht. Und zum damaligen Zeitpunkt ist natürlich alles Corona-konform nach den Vorschriften im Bundesland Hessen abgelaufen. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.